Hallo, hier ist der Martin von Money Monkey. Ist das die DAX-Analyse für nun Dienstag, den 6.10.2020? Und unser DAX hat sich für eine Richtung festgelegt, hat zum Start ein bisschen wild rumgeschachert. Wir hatten ja gesagt, 39, 10 Uhr, danach sollte sich dann so ein bisschen die Tendenz ableiten lassen. Er ist zumindest, auch wenn man da geguckt hat, 39 hier so im unteren Bereich gestanden. Hat dann hier gerade mal noch so 10 Punkte, 20 Punkte nach unten gemacht, mehr auf der Stelle getreten, die ganzen Kerzen, das sind eigentlich nur noch Lunten gewesen, was da geworfen wurde. Da ist nicht mehr viel passiert und dann hat er sich langsam Stück für Stück hochgeschoben, allerdings auf eine sehr, ja, kleckernde Art und Weise, ne? Sehr extremst träge, langsam. Wir hatten ihm gesagt, er solle nicht. Also wenn er denn unser Muster aufgreift und hier versucht, diese zweite Replik von dieser Aufwärtsbewegung zu stellen, dass er dann eben wahrscheinlich, weil einfach zu viele darauf vorbereitet sind, diesmal vielleicht zum Montag gar nicht so viel schafft, eher mehr so den Bereich um 860, 870 anläuft, um von dort dann zurückzulaufen. Das hat er halt andersrum gemacht, ne? Er hat es nicht so gemacht, dass er den Rücklauf gebraucht hatte, er hat halt einfach Arschruhe weg gehabt halt, ne? Er hat schön langsam gemacht, sodass die Leute, die long drin waren, mehr oder weniger die Lust dran verloren haben, vielleicht auch zuzeitig dann abgebrochen haben. Die short drin waren, sind schlichtweg wieder nicht rausgekommen. Das kennen wir noch aus dem letzten Montag, letzte Woche. Das war dort ähnlich gewesen wie auch den Freitag zuvor. Na, auch dort das Gap eingeleitet. Das Gap wurde hier auch nicht ganz geschlossen. Das hat soweit gepasst, hat man auch bei uns in den Mails, wer von uns die Mails mitbekommt, 8:40, 8. Ne, 12,47, 12,37, das hat man als unteren Bereich dort mit drin stehen, als Rücklaufmarke letztendlich. Hat in dem Sinne gut funktioniert. So, was könnte der DAX jetzt weitermachen? Er könnte jetzt zum Dienstag natürlich versuchen, den Ausbruch hier schon anzugehen. Also da sollte man durchaus schon hingehen. Wir hatten hier letztens gesagt, dass dann ein, zwei Tagesmärsche, dass wenn er oben rauszieht, dann kann er dort durchaus probieren. Aber er ist noch so an einem grenzwertigen Punkt. Aber das sind, glaube ich, so viele Short drin gewesen. Er macht bestimmt einen Aufwärtsgap. Also, ja, durch das träge, langsam. Es ist immer, wenn der DAX so ruhig ist, ich sag das auch immer wieder und die Leute, es fällt vielen schwer, wenn der Markt so ruhig ist, dann, das sagen immer viele, der ist so schwach, der will runter und der ist so schwach und der fällt gleich. Und dabei ist diese Ruhe, das ist ganz typisch, das ist ganz markant eigentlich auch für unseren DAX, dass er dann halt einfach weiter hoch will, ne? Auch mit unserer Montagsregel im Nacken, die ja dann eher mehr besagt, dass der DAX sich von dem Niveau, was er da früh eben distanziert, das ist ja das, was ich Ihnen letztendlich da gestern gesagt habe, hier im Bereich um 39, 10 Uhr, in dem Moment, wo er sich da eben dann in eine Bewegung fortsetzt, dass er das am Montag halt häufig bis zum Tagesende durchzieht. Und entweder geht es komplett dann unten raus, sieht man sehr häufig, eben auch oben raus. Oben raus meistens immer ekliger, bisschen widerlicher, weil es viel zu viel Geschiebe dann oben raus ist. Aber so gesehen ein ganz typischer, markanter Montag. Also ein Bild, wie man es zum Montag sehr häufig sieht halt. Ne? Also ein bisschen auf diesem Gap da rumgeschachere. Und in dem Moment, wo er sich dann eben nicht dramatisch nach unten wegwirft, so ab 39, 10 rum, sondern eben nach oben austritt, hier entsprechend dann auch bis zum Abend durchgezogen. So. Und das, was ich ihm dann in der Regel jeden Dienstag wieder erzähle, weil eigentlich erzähle ich ihm jede Woche das Gleiche, wäre, dass er da jetzt einfach nochmal drüber stößt und sich dann gegebenenfalls erst den Rücklauf gönnt. Deswegen würde ich das vielleicht hier sogar ein bisschen zurückstellen. Würde vielleicht denken, dass wir das dann anders machen, ne? Weil der Sinn des Rücklaufs war ja, dass ja nicht alle long mitkommen. Das hat er eigentlich durch dieses Seitwärts ganz gut gemacht. Könnte ich mir vorstellen, dass wir hier vielleicht mal drüber stoßen. Vielleicht mal an die 13.000 ran, 12.69 und von dort dann erstmal wieder ein bisschen zurücksetzen. Das kann durchaus zum Ausbruch dieser Kerze sein. Also ein bisschen mehr als ein Gap Close, das wäre okay. 12.885 wäre jetzt von oben die Unterstützung, wenn ein Aufwärtsgap kommt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass er bis 12.840 zurückläuft. Ja, hier einmal so in diese Supportzone einfach rein, um dann auch nachgezogener Stop-Loss einfach zu räumen. So, und dann könnte halt tatsächlich schon mal einen Ausbruch probieren, beziehungsweise dann auch hier auf Gap Close gehen. 13.110 wäre dann das entsprechende Niveau, dann hier obligatorischer Pullback auf die Flaggenoberkante und nachdem der Ausbruch vielleicht etwas unsauber gewesen ist und dann schon einen Versuch oben raus. Die Optionsscheine würde ich und die K.O.-Scheine würde ich trotzdem noch so belassen, weil, das erzähle ich gleich. Ja, also nochmal zur Erinnerung, die K.O.-Scheine für Aufwärtsstrecken, die wir hier mit drin haben,
Und eben für Abwärtsstrecken, gerade um die mit Abwärtsstrecken geht es jetzt hier 13.260. Das rückt natürlich jetzt deutlich näher. Ich würde es trotzdem gerne dort belassen wollen, aus dem einfachen Grund, weil unser DAX ja also per Definition an sich jetzt hier noch fallende Tiefs hat. Also auch wenn das jetzt hier so ein fallende Hochstück, wenn das jetzt hier jetzt ein Hoch wird und es sich wegdreht, dann hätte er trotzdem ein fallendes Hoch, also von da über da. Und dann wäre das hier vielleicht sogar nur eine kleine ABC-Bewegung. Ja, und deswegen wird jetzt auch wichtig, wie der Dienstag wird, ne? Kippt er uns nämlich die Bewegung jetzt hier beispielsweise von einem neuen Hoch runter, zu doll runter, deutlich zu doll runter, würde das da etwas Fahrt rausnehmen aus der Möglichkeit des Ausbruchs, weil er dann sich eher nochmal Richtung 370 entwickeln könnte, aber dafür muss er umkippen und das muss wirklich sichtlich passieren. Wenn der nur so zurücksetzt und sich dann wieder aufdreht, also ich sag mal so das mittlere Band, das wäre so für mich so. Das wäre für mich so die Kante, wo ich so sagen würde, bis dahin und nicht tiefer. Der hätte ja schon das Zeug, hier dann sich so ein Impuls rauszufächern. Ne? Und dann wäre das quasi die erste Welle, wenn man so will. Dann hätte man hier so eine kleine Korrekturwelle, dann würde eine weitere Aufwärtswelle folgen. Die kann hier durchaus so ein bisschen verteilt noch laufen. Und dann würde nochmal zurück und würde sich hier hinten so ein erstes Abschlussimpulsmuster durchaus in höhere Bereiche dann raus aktivieren können. Ja, dafür ist wichtig, dass hier auf der Bewegung, die jetzt nach dieser ausgeprägten Korrekturphase kommt, richtig Druck im Kessel ist halt. Na, sie muss dominieren, die Bewegung. Das tut sie bisher nicht. Das tat sie schon am Freitag nicht. Das war deutlicher verhaltener als an der Vorwoche. Und das tat sie jetzt auch zum Montag nicht. Also sie muss eigentlich zum Dienstag Stress auf den Kegel bringen. Wenn er uns zum Dienstag weg rutscht und auch zu Dalle eintritt und auch vielleicht einen Tagesschluss unter 37 bringt, wäre das für mich eher ein Grund, um dann zu sagen, oh, da kommt nochmal was unten raus, deswegen würde ich jetzt hier auch einen Short-Trigger quasi einfach mal hochziehen, den hier, den können wir jetzt hier auf den Bereich setzen, von diesem Gap-Close halt, ne? Also alles, was dann so unter 700 geht, würde ich schon zum Dienstag sagen, Alter, aufpassen, das dürfte eher nochmal hier Richtung Tiefs gehen und unterhalb der Tiefs hätte man danach denn tatsächlich nochmal ein deutliches Risiko. Aber hier gilt es tatsächlich, das als signalgebendes Bewegung dann auch tatsächlich erst abzuwarten. Das heißt, wir brauchen markante rote Kerzen. Sollte direkt schwach reinstarten, müsste sich gleich unter 12.845 legen, unter 12.840 schon mit der ersten Stundenkerze unter 12.840 legen. Macht er das, hätte er gute Karten, nochmal in die Zone reinzulatschen. Aber auch dort ist einfach, er hat eine bullische Vorlage halt, ne? Und er kann sich aus der halt auch hier ein bisschen tiefer nochmal wieder nach oben rausdrehen. Deswegen muss man sehr schön aufpassen, wie er zum Dienstag die Tiefs stellt. Die Tiefs und die Hochs. Muss man ganz genau aufpassen. Wenn er nur zum Vormittag hier einen Tief reinrotzt und er lässt es stehen und schiebt sich zum Mittag wieder hoch und drückt dann zum Nachmittag weiter, könntest du davon ausgehen, dass der hier oben Richtung 13.000, Richtung obere Kante 13.110, die obere Kante liegt übrigens so um die 13.060 rum, ja, also die obere Channel-Kante, die reagiert ja auch immer ganz gerne, nur damit Sie es mal gehört haben, 13.60 rum, ja, und wenn er zum Nachmittag, Dienstagnachmittag eben keine neue Tiefs mehr bringt, sollte man schon davon ausgehen, dass der hier in die Richtung 13.000, 13.100 läuft. Ja, also das wäre auch oberhalb so mein Dienstagsziel. Und ansonsten hätten wir, wenn er jetzt zum Vormittag Schwäche zeigt, 57 vielleicht nochmal anläuft, das ist ein durchaus attraktiver Bereich jetzt. Dafür brauchen wir aber einen Stundenschluss unter 12.840, also ohne das wird es nicht tiefer fallen. Das heißt, man muss oberhalb von 12.840 auch nicht zu krass aggressiv auf Shortseite agieren. Man kann Short probieren, das ist legitim. Wie gesagt, wir stecken ja formal sogar noch in einer Art Abwärtstrend, auch wenn es vielleicht nur eine Flagge wird. Ne? Aber da ist jetzt Short nicht grundsätzlich verboten, aber es empfiehlt sich einfach ein bisschen Schwäche abzuwarten halt. Ne? Das macht's Ihnen am Ende leichter. So, und wenn die Schwäche nicht kommt, lassen Sie ihn laufen halt. Ne? 13.000, 13.20, das ist ein Bereich, da haben wir immer wieder reagiert. Das wäre eine interessante Stelle, um ein bisschen rumzuzuckeln. Und dann eben oben 13.60 und die 13.100. Das sind so der Gap Close hier halt. Das sind so die drei Punkte, wo ich sagen würde, da liegt oben ein bisschen mein Fokus. Das Hoch könnte wahrscheinlich relativ leicht fallen sogar. Da würde ich jetzt nicht so viel drauf geben, hier die 9.10. Aber auch an der 9.40, da muss man mal kurz gucken, wie er sich dort bewegt halt. Wenn er von der 9.40 direkt auf 8.40 runterzieht, wäre das schon nochmal eine Kampfansage nach unten. Also dann könnte man durchaus auch Short probieren.
Und wie gesagt, in dem Bereich um 57, 37, wenn ich persönlich Shorts hätte, ich würde dort ausdünnen, ich würde dort vorsichtshalber erstmal reduzieren. Auch wenn ich mir welche suchen würde, wäre das so ein Bereich, wo ich ein bisschen rausnehmen würde, einfach reduzieren würde oder ganz auflösen würde, weil ich das Risiko einfach sehe, dass er wieder auftritt. Machte das nicht, zeigte das und fällt auch unter 6,95, kann man die sich auch wieder reinholen dann halt, ne? Oder wartet dann den entsprechenden Rücklauf ab und probiert es dann nochmal unten, aber der ist halt unten raus echt in der Bringschuld, weil die Lage halt positiver wird halt, definitiv. Auch im Tageschart mit der grünen Tageskerze jetzt hinterher, es wird schon positiver. Ich möchte unten nicht abschreiben, aber technische Analyse heißt, wir traden das, was wir sehen und das, was kommt, egal ob es uns gefällt oder nicht und ganz egal, was wir am Tag vorher erzählt haben, ne? Ganz egal, was wir am Tag vorher wollten, wir sind die, die mit dem Messer an der Seitlinie stehen, sich angucken, was kann er machen, sich darauf vorbereiten, was kann er machen, wie kann er an bestimmten Situationen reagieren und wenn er diese Reaktion bringt, wenn er an den bestimmten Stellen Schwäche oder vielleicht Übermut, zu viel Stärke zeigt, oder auch dominante Stärke, der wir folgen können, dann springen wir auf die Straße, stechen mit unserem Messer kurz zu, nehmen uns da ein bisschen was raus. Und gehen wieder schön sanft zur Seite. Ne? Weil mal kurz in den DAX reinstechen, das tut ihm nicht weh halt. Ne? Das ist da in den seinen riesen Geldbeutel mal kurz reinzustechen, das merkt er nicht. Ja, aber wenn sie mit der Kettensäge rangehen, könnte es sein, dass er die Faust zusammenballt und ihnen eins auf die Mütze haut halt. Ne? Dann haben sie nichts gekonnt. Ja, also nicht übertreiben, schön abwarten, punktuell agieren. Dann dürfte hier gut was zu holen sein, auch zum Dienstag. Also ich denke, wir haben schöne Marken voraus. Schön griffiges Chartbild sieht sehr stimmig aus. Das ist oft ein Zeichen, dass auch viele Private gerade entweder keine Zeit haben zum Traden oder einfach gerade nicht rumfuchteln. Na, also die Marken, die werden schön genommen. Und von daher würde ich schon denken, dass wir auch zum Dienstag, ja, dass sich durchaus attraktive Chancen bilden können. Wie gesagt, passen Sie mir unten ein bisschen in den Bereich auf, um 57, 37. Wenn er sich hier einen Stundenschluss unter 8,40 gönnen sollte, kann man schon vorstellen, dass er da auch recht schnell stehen kann dann. Durchaus möglich, dass das bloß 2 Stunden dauert oder 1,5 Stunden sogar und er ist dann hier unten. Aber er kann halt von hier auch eine komplette Umkehr nach oben wieder schlagen halt. Ne? Also deswegen würde ich dort erstmal absichern, im Zweifel, falls er so runterkommt und im Notfall halt hier drunter wieder aufbauen halt. Ne? Die 7,8 ist noch ein interessanter Unterstützung. Da ist ein Gap-Close und alles, was oberhalb von 8,40 ist, müssen wir aufwärts werten. Da kommen wir nicht drum rum, halt erstmal. Ne? Richtung 13.000, Richtung 12,49, Richtung 13,60, Richtung 13.100. Und alles, was hier oben ist, ist dann Ausbruch. Das ist Breakout. Ja? Sobald der DAX außerhalb dieser Flagge ist, beendet er seinen Abwärtstrend seit 13.474 oder was das hier oben war. Das letzte Hoch. Und das war das letzte Verlaufshoch nach Corona. 13,4,36. Das heißt, in dem Moment, wo oben ausbricht, sind alle Ziele oben wieder frei. Bis 5,70 und noch darüber hinaus. Ne, da muss man mit rechnen. Das kann nämlich auch passieren, dass er halt eine richtige Ausbruchsbewegung macht. Ne? Stellen Sie sich vor, zum Beispiel, er macht einen Aufwärtsgap direkt an die Kante ran her. Das ist ja nicht viel. Das sind gerade mal 200 Punkte. Das ist jetzt für einen DAX, das ist kein Akt für einen Gap. Das wäre ein bisschen ungewöhnlich. Aber möglich wäre zum Beispiel, dass wir 8 Uhr, vielleicht auch einfach um. Das werden wir nicht machen. Nee, aber was ich Ihnen sagen will, wenn er mit Druck auf die Linie drauf geht und sich rausstößt, dann wird er so viele Shorts vor sich haben. Dann kann er richtig losplatzen. 13.200, 13.300. Und das ist auch der Grund, warum ich hier den wirklich erstmal dabei belassen würde, weil ich schon der Meinung bin, dass man hier oben nicht dolle glücklich werden wird mit Short halt. Ne? Also ich persönlich auch eher außerhalb des Channels dann mir was Long suchen würde wollen. Solange wir noch im Channel auch noch diese übergeordneten Abwärtsstrudel ein bisschen haben, bin ich im Short noch nicht abgeneigt. Also es wäre jetzt auch verkehrt, hier Short zu verteufeln, auch wenn wir eine Aufwärtsbewegung erwarten. Aber man muss gucken, wie die anlaufen halt. Ne? In dem Moment, wo die nur abflachen und wieder aufdrehen, Zweifel erstmal raus halt. Ne? Nützt dir nichts. Sonst, wenn sie das wieder auf Einstand und noch höher zurückschlägt, nützt dir nichts. Was haben sie gekonnt halt, ne? Der braucht echt Gewalt, um das Ding umzukippen. Die Möglichkeit hat er, indem er dann so eine verkrüppelte ABC draus macht. Die Möglichkeit ist da.
Aber das ist durchaus legitim, das auch erst abzuwarten, weil wenn er das verkackt, wenn er das verkrüppelt und das sich wirklich bloß als ABC rausstellt, dann kriegt er unten raus richtig eine. Also dann wird er richtig durchgetreten. Da werden Sie mal sehen, wie ein DAX aussieht, wenn er getreten wird. Ja? Also wenn Sie mit dem Messer am Rand stehen und Sie sehen, wie ein richtig großes, was weiß ich, Vieh einfach immer drauf tritt auf den Jungen, dann macht es den kleiner, 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 zack, 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 steht er tief. Aber das muss erst kommen. Da jetzt drauf zu wetten, wenn es noch nicht da ist, wäre letztendlich sogar gegen die kurzfristige Bewegung einfach dagegen gewettet. Ja, und das kann letztendlich auch schiefgehen. Ja, von daher da ein bisschen aufpassen, ne, oder wenigstens auf die Marken konzentrieren, dass man das sauber abstecken kann, damit man das Risiko schön begrenzen kann. Und ja, also schauen Sie mir ansonsten, falls er ein Vormittagstief bringt, ne, wie er das Nachmittagstief macht. Da sollte man auf jeden Fall auch noch drauf achten, weil wenn er nur zum Vormittag kurz nach unten sticht, der kann sich dann locker nochmal oben rausdrehen. Und dann ist es auch denkbar, wenn wir Vormittag vielleicht auf 800 oder ich sag mal 750 stehen, dass wir am Abend dann trotzdem über der 13.000 stehen. Das ist möglich zum Dienstag. Ja, das wäre auch ganz normaler Dienstag. Ne? Und ganz egal, ob Trump oder nicht, das wäre ein ganz normaler Dienstag. Von daher passen Sie mir da einfach ein bisschen auf. Und ansonsten, die Marken haben wir jetzt, glaube ich, mehrfach benannt alle. Tageschart können wir noch kurz reingucken. Der ist auf Aufwärtskurs, der hat sich hochgedreht, der hat sich hochgedrückt. Ja, das ist, da hat er sich was gegönnt aus der letzten Kerze raus, auch wenn ich mich ein bisschen lustig über die gemacht habe. Das ist schon leichte Stärke, die man hier sehen kann halt. Ne? Also, er ist jetzt direkt ans mittlere Bollinger Band gesprungen. Es wird ein interessanter Start. Turnaround Tuesday. Ja, also. Ich möchte den auf. Also wie gesagt, ich würde nicht sagen, man solle jetzt nicht short agieren, aber man sollte gucken, wie man short agiert halt. Na, also nicht, dass sie mir jetzt gegen die ganzen grünen Kerzen gegenflacken und dann steht er bei 13.100, haben sie auch nichts gekonnt. Aber er hat schon ein paar, ne, auch jetzt hier dieser Anstoß ans mittlere Bollinger Band, er hat schon so ein paar Sachen, die ihm nach unten ein bisschen technischen Antrieb geben können. Aber muss erst umkippen. Stundenschluss unter 8,40 wäre für mich Pflicht. Vorher würde ich schon einfach zur 13.000 laufen lassen. Zweifel sogar bis 13.100. Ja, also eine der zwei Zonen da oben, die wird es dann wohl wehren erstmal. Ja. Mehr kann ich nicht sagen. Also, wir haben. Es wird ein interessanter Tag. Sollte man auf beiden Seiten nicht abschreiben. Gut, okay. Dann denke ich, hoffe ich, habe ich Sie gut vorbereitet und wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Bis dahin, tschüss.